Und Home Sweet Home. Ich habe, also den Weg nach Hause gefunden, offensichtlich. Dann habe ich die Sachen angefangen zu zerlegen. Und wie es so häufig ist in der Progression hier, hatten wir bis vor kurzem keinen Gallium. Jetzt haben wir doch relativ schnell relativ viel bekommen. Also der Schritt ist folgende, oder die Schritte sind folgende. Wir schmeißen unser schönes Sphalerit hier rein. Wir bekommen Crushed Sphalerit. Das Crushed Sphalerit schmeißen wir in den Washer rein. Das habe ich hier oben schon, ne? Das alles schon Crushed Sphalerit. Wird dann durchgewaschen und stellt Purified Sphalerit her, wovon wir ein wenig haben. Und das Pure Sphalerit. Ich glaube, du musst es hier rein, ne? Genau, der kommt in Advanced Thermal Centrifuge. Da alles rein und da kommt dann das Zentrifug raus. Warum auch immer das Zentrifug heißt, es ist nicht Zentrifug, es ist komisch erhitzt. Und danach war der Schritt, glaube ich, wieder in den Macerator reinschmeißen, ne? Richtig. Hier kriegen wir Sphalerit direkt raus, als Staub. Und 10% Chance auf Gallium. Was jetzt nicht die Welt ist, aber es läppert sich. Das heißt, du hörst mal kurz auf. Das kann da alles wieder rein. Dann haben wir hier schon 7 Gallium und 38 Sphalerit. So, bei dem Sphalerit selber, also dem Staub, habe ich geschaut, was man so machen kann. Nicht besonders viel. Also es ist Zink. Hier, Buggy. Es ist Zink. Wir können daraus Roasted Zink machen. Oder ist halt im Electrolyzer zerlegen Zink. Schwefel, also beides nicht unbedingt brauchen. Aber dann hier nochmal 10% Gallium. Aber halt aus zwei Sphalerit. Aber da wir damit eh nichts anderes anfangen können, schmeiße ich einfach alles davon hier rein. Und wir bekommen am Ende noch mehr Gallium. Sehr schön. Gallium wird eingeschmolzen. Und wenn wir das Gallium haben, machen wir daraus dann hier Galliumfoil und das Galliumfoil zusammen mit Enil Copper Wire und Molybdän, den ihr jederzeit rausholen könnt. Irgendwo. Du, ne? Genau. Mit. Hier rein. So. Da sollten dann die Transistoren reintrudeln. Das sind die drei. Oh. Okay. SMD Transistors. Das sind die Dinger, die wir vorher so mühsam herstellen mussten. Jetzt kein Ding mehr. Das ist anscheinend keine HV-Quest, sondern hier irgendwo was gewesen. Sodiumhydro. Wo war das? Kill all the things, bestimmt nicht. Oh, wir brauchen irgendwann wieder eine Questbuch-Abschließ- und Kleinkram-Raussuch-Folge. Oh, den Clean Room habe ich vergessen. Gab es dafür eine Belohnung? Loot Bags. Damit. Und 4 Gallium. Dankeschön, Spiel. Da seht ihr das Gallium bekommen. Ich sehe das eh nicht. Echt nicht. Ich kann ja mal suchen nach Friends. Bist du? Ah, hier oben. Okay. Aber die SMD-Diodes fehlen noch. Ja, ist okay. Aber ne, wir machen gute Fortschritte. Die Sachen können jetzt hier oben in die Kiste reingeschmissen werden, wie ihr sehen könnt. Ist da schon ordentlich was. Und das macht das Craften dann gleich wesentlich angenehmer. Ich glaube, ich bin jetzt gerade dabei, MV. Richtig, MV-Circuits herzustellen. Damit davon ein paar mehr da sind und dann gehen wir nach und nach in Richtung HV.
können wir jetzt mal kurz zusammen machen. Also, AV braucht wieder Circuit Boards, die MV vorher. Inductor Capacitor. Wir haben keine Inductor. Das ist das hier die Geschichte. Ne? Statt den Induktoren können wir die Small Coils nehmen. Also ein Stack Small Coils. Die alle bis auf zwei, sagen wir mal. Falls irgendeine Maschine gebaut werden soll. Fine Red Alloy Wire und Fine Red aus rein. Was fehlt? Besseter. Oh. So. Das hinterher. Und es wird jetzt mangeln an den Processern, glaube ich. Wenn jetzt zwei verbraucht werden, also bräuchten wir 28, um die Bretter auszugleichen. Und ich glaube, die Kabel werden noch recht viel verbraucht, richtig? Ja, 8. Also die werde ich zwischendurch nachwerfen müssen. Aber das ist alles soweit vertretbar. Schön. Also, Circuit-Produktion läuft. Druckkomponenten sind einfacher herzustellen. Was? Komisch aus. Du siehst da rum. Sehr kuriose Sachen hier. Ja, die Altlasten sollten wir auch mal alle nach und nach hier rauskicken. Mit auf der Dinge tun Liste. Aber irgendwie wird das immer mehr. Ja, wir sollten andere Dinge tun, die ich nicht auf Kamera machen kann. Also, Questbuch. Das mit dem SMD-Dioden klingt schon mal gut. Ist das denn relevant? Es hat dieses Hauptquest-Symbol. Das wollte ich auch noch machen für mehr Wafer. Wenn die Wafer jetzt nicht mehr ganz so wichtig zu sein scheinen. Also jetzt gerade die Subkomponenten. Früher habe ich die Wafer immer haben wollen, um die Subkomponenten herzustellen. Gerade die Transistoren waren das, glaube ich. Braun Dinge. Gar nicht mehr. Hier drin haben, ne? Ne. Oh ja, dafür brauche ich die Wafer primär. Bestimmt später noch mehr Sachen, wofür wir die Wafer brauchen. Gerade die Massenproduktion von den RAM und ALC und sowas alles. Aber bisher geht's. Ich denke, wir gehen einfach mal aufs Dach. Schauen uns an, was der Giru. Hafen? Und schauen uns auf dem Dach dann an, was da alles noch so drin war in der Checkliste für den Mond. Dann machen wir lieber die Sache, anstatt einfach nur blind dem Questbuch zu folgen. Weil in dem Questbuch ist der Mond ja einfach nur so ein kleiner Zwischenschritt, den man machen kann, aber nicht muss. War das nicht? Hier auf dem Dach, nicht auf dem Superdach. Okay. Ich auf. Ja, hier ist es. Also. Ether Sterne, nein. Clean Room. Wir haben den Clean Room. Das ist hier. Bom. Clean Room haben wir. Plastic Circuit Boards haben wir. IV Circuit. Der EV Circuit haben wir. IV Circuits, Rattenschwanz, Mainframes haben wir. Nicht Epoxy. Gut. Weg. Weg. Was haben wir hier hinten noch? Strom, Airfilter und Electrolyzer. Electrolyzer hatte ich aufgeschrieben für mehr Sauerstoff und Wasserstoff. Das scheint momentan okay zu sein. Acid, verschiedene E-Geschichten. Down. Tululululululu. Mal ist TNT.
Nein, ich glaube, das Tululul mit dem Nitric Acid und dann den Implosion Compressor klingt ganz gut. Fangen wir bei Stickstoff auch an, was man drüben braucht. Das braucht man auch für Sauerstoff und die Rakete selber. Okay, Stickstoff. Nitrogen. Das sollte relativ einfach sein. Ich glaube, das war die Geschichte mit, wir nehmen einfach Atemluft, pressen die in einem Kompressor, kriegen diese kleine Zelle daraus und die schleudern wir dann. Also es wird eine Mini-Anlage werden. Hier, Compressed Air Cell, richtig. Da kommt dann noch Oxygen als Abfallprodukt. Ist eine einfache. Wir können Europa auspressen. Einfrieren. Die Distillation Tower. War das? Hungrig? Ja, warte. Du. Oh Gott. Die alles können wir so aus Bienen bekommen, das will ich aber nicht. Electrolyzer. Ich denke, es aus irgendwelchen Erzen oder so zu gewinnen, ist keine ordentliche Versorgung. Ich hätte schon gern ein System, was durchgehend das Ganze produziert und ich dann nicht drüber nachdenken muss, irgendwie wieder einen Miner aufzustellen, um in die Erze zu kommen. Also, weil ich das jetzt überblicken kann, ist der erste und einfachste Weg wirklich der beste. Bis wir das später irgendwann als Abfallprodukt eh bekommen oder wir den Distillation Tower haben. Ja, okay. Dann bauen wir jetzt Kompressor. Einfach ein Kompressor. Ich weiß nicht, auf welcher Tech-Stufe. Also auf MV wäre es schon mal deutlich schneller. Und wir brauchen eine ganze Menge von den Compressed Air Cells, ne? Die Frage ist, wie viel Stickstoff wir brauchen. Weil ich denke, der ganze Vorgang hier mit den Vorbereitungen für den Mond. Ich bin zwar jetzt wieder gehypter, in Richtung Mond zu schielen, aber es wird noch sehr viele Folgen dauern, sorry. Bis wir da ankommen. Und wenn in der ganzen Zwischenzeit Stickstoff produziert wird für Atemluft, für die Rakete, wird genug da sein. Also ich denke, ich sollte es nicht übertreiben. Machen wir das ganze Ding also komplett aus MV. Das heißt, ein MV-Kompressor verbraucht auch nicht viel Strom. Dann haben wir dieses Air Cell. Air Cell in eine Zentrifuge. 5 Stück. Wir brauchen dann wieder dieses Ping-Pong-Gedöns mit den doofen Zellen. Und wir brauchen eine Anbindung an die Sauerstoff-Storage-Geschichte, damit Überschuss gewollt werden kann. Also sollten wir es in der Nähe von unseren Elektrolysern machen für Sauerstoff und Wasserstoff. Ja, also eine MV-Zentrifuge, ein MV-Kompressor und die Canning-Sachen. Okay, klingt nach Plan. Heißt MV-Kram. Da können wir jetzt die alten Chips loswerden. Genau. Die alten Chips, die wir noch rumliegen haben. Machen wir später auch. So. Hi. MV-Maschine. Wo ich immer wieder. Oh. Wo ich immer wieder daran erinnert werde, dass ich die doch nicht so herstellen muss, sondern dass ich es auch hier machen kann. Das Rezept war gleich, ne? Aber der nächste Schritt war, glaube ich, günstiger. Wrought Iron Plate. Und wenn ich es im Assembler mache, brauche ich keine Iron Plate. Ja, komm, Wrought Iron Plate.
Nimm das Geins Kragen. So. Mal. Ich hätte gerne. Besser? Advanced Compressor. Wir brauchen. Uns. Brauchen wir Motoren. Davon brauchen wir Kupfernickel. Wollen wir das Ganze nicht doch in LV machen? Kupfernickel. Können wir das schnell herstellen? Nicht, dass wir. Kupfernickel. Das ist was. Auch da, Kupfernickel. Brauchen Doppelwire draus. Doppel-Kupronickel-Wire in White ist 2er-Setting. Darf nicht richtig gewesen sein. Was gleich alles rein. Dann sollten wir jetzt einen ganzen Stack bekommen, ne? Dass hier die Kabel verdoppelt. Aber es Doppelkabel sind. Reicht fürs erste. Rest kann später abgeholt werden. Ganze MV-Technik, die Sachen sind nicht mehr vorrätig. Bisher hatte ich ja immer die kleinen Maschinen in LV gebaut, da ist ein bisschen mehr da, aber. Da rein, da. MV-Kompressor. Richtig klick. MV-Kompressor. Gut. MV-Kompressor haben wir. Dann Zentrifuge war das zweite, ne? Sollte ich vielleicht sicherstellen, bevor ich jetzt wieder irgendwas falsch mache. Nitrogen. Nitrogen Cell. Zentrifuge. Compressed Air Cell. Ja. Heißt, wir hätten jetzt gerne Zentrifuge. Centrifuge. Advanced in V. Brauchst einen. Oh. Also keine Quest. Ein Motor. Dafür brauchst du die Kabel wieder. Richtig, ne? MV. Jetzt. Das Problem mit der Canning Machine ist, will die nicht unbedingt auch in MV bauen. Das wird doch sehr verschwenderisch. Aber wenn ich sie in LV baue, weil das, die Canning Machine ist das zum Laden und Entladen von den Zellen. Leider ein bisschen Fuß löst. Wenn ich das mit einer LV-Maschine mache wie bisher, bräuchten wir halt auch eine separate Stromverbindung für das ganze Ding. Oder halt ein Transformator dazwischen. Auch ein wenig praktisch. Ich schau mal, wie teuer die Canning-Maschine in MV ist. Richtige. Einbar. Fehlt. Oh. Mist. Fehlt eine Pumpe. Eine Pumpe. Okay, das war jetzt doch einfacher als gedacht. Ich weiß nicht, ob eine reicht. Eventuell brauchen wir sogar drei. Je nachdem, was wir als Output nehmen. Weil Sauerstoffzellen müssten dann ja auch wieder entladen werden. Um sie in den Tank zu bringen? Ne, wir könnten sie im Tank selber entladen. Ja, okay. Gucken wir erstmal runter, wo wir das ganze Ding bauen. Also. Hier ist unsere Sauerstoff- und Wasserstoffgeschichte.
müsste es Sauerstoff sein, weil blau. Ja, das heißt, wir bauen es hier in der Nähe auf. Ihr habt eine Stromverbindung, das ist schön und toll und so weiter. Aber da sollten wir nicht zwischenfingern, weil das ist, glaube ich, recht fein getuned gewesen, wie viel Strom das Ding hier verbraucht. Und wenn wir da irgendwas von abzwacken, dann haben wir ein Problem. Außerdem ist es alles LV. Heißt, wir bauen mit etwas Abstand einen MV-Kompressor hier hin. Daneben Zentrifuge. Brauche mein ganzes Spielzeug wieder. So, Mensch, wir brauchen Fuelpipes, wir brauchen MV-Kabel, die wir gerade nicht dabei haben. Wir brauchen MV-Combustion Generator. Und ganz viele Zellen, also Gedöns. So, du hast auf jeden Fall schon mal ein Auto-Item-Output. Dann Treibstoffversorgung. Mal nach hier hin. Hier kommt dann der Generator hin. Und hier kommen die Kabel hin. Dann die Canning Machine. Ich weiß noch nicht, ob oben drauf oder daneben. Daneben wirkt hier doch schon wieder ein bisschen eng. Ja, wobei, es soll ja nur okay sein. Hopp. Boom. Dann müssen wir jetzt gucken. Es gibt immer zwei Rezepte bei diesen doofen Rezepten mit den extra Zellen. Es gibt jetzt einmal, dass Sauerstoff in der Zelle rauskommt und der Stickstoff flüssig oder Stickstoff in der Zelle und Sauerstoff flüssig. Gasförmig. Ich hätte gerne, dass Sauerstoff flüssig rauskommt, damit wir es sofort da reinpumpen können. Und hier sollen sich einfach nur eine ganze Menge Zellen sammeln. Und wenn wir dann später wirklich irgendwie Atemluft brauchen, dann holen wir uns den Stickstoff von hier unten ab, schmeißen es in irgendeine Anlage und gut ist. Ja, okay. Also, Kabel, MV-Kabel und ein MV-Combustion Generator. Und das sollte erstmal reichen. Nun sind. Ich hätte gerne. MV Combustion Generator braucht alles. Braucht nochmal zwei Pisten, braucht nochmal einen Electric Motor, Schienenhall und wuppdiwupp. Schienenhall. Aus. Ein. Und es fehlt alles. Ja, also wir brauchen Alu-Stangen, wir brauchen Alu-Platten. Platten sind hier. Alu-Stangen leider. Ei. Alu-Stangen. Schön. Ja, ich habe wieder den Muschelhelm auf. Ist aber auch schon ziemlich angeditscht. Wir müssten. Weiß nicht. Also ich könnte den Yeti nochmal jagen gehen. Ein bisschen mehr von dem Yeti-Stoff. Das Zeug da. Daraus können wir ein relativ gutes Bett machen. Okay, Protection 6. Die Welt. Aber so wirklich viel auf dem Dach. Aufs Dach bekommen wir auch nicht mehr. Könnte reichen. Und es sieht wenigstens einheitlich aus. Da. Brauchtest du? Oh, Combustion. Noch eine Piston. So. Kabel. MV sind Copper-Cable oder Cupronickel. Ich nehme Doppel-Cupron-Cable mal mit.
doch eigentlich irgendwo haben sollten, richtig? Falsch. Ja, also nehme ich die hier raus. Werf. Sich, ne? MV Max 4 MP reicht völlig aus. Kabel haben wir. Dann Combustion-Dingens. Wir haben die Stromversorgung. Wir haben die Möglichkeit, den Strom zu den Abnehmern zu bringen. Den Rest wollte ich mir. Also, ich hier auch. Wird alle MV, ne? Advanced, advanced, advanced. Scheint gut zu sein. Treibstoff ist da. Schritt 1. Wir Nitrogen. Aus der Compressed Air Cell. Compressed Air Cell ist im Kompressor. Ohne irgendein Rezept. Einfach nur eine Empty Industrial Cell da reintun. Empty Cell Industrial reintun. So, der arbeitet und schmeißt die Zelle jetzt hier rein. Da müssen wir jetzt warten, bis das Ganze noch viermal passiert ist. Und danach wäre dein Schritt. 5 Stück. Wir kriegen eine Sauerstoffzelle raus und 4 Empty Cells. Das ist jetzt tricky. Machen wir das. Also dieses Nitrogen kommt jetzt flüssig raus, was ich eigentlich gar nicht wollte. Müssen dich zwischendurch raus. Hätte es nicht sofort anstellen sollen. Du hör auf mit deinem Item Auto Output. Wir können die beiden Zellen da nicht auseinanderdröseln, ohne einen Filter zu bauen. Ich mag es nicht, Filter zu bauen, die sind doof. Ja. Also das Nitrogen Gas könnten wir jetzt theoretisch nach oben mit Auto Fluid Output rausnehmen. Aber die Zellen kriegen wir hier nicht weg. Was ist, wenn wir jetzt die beiden tauschen? Dann würde die Compressed Air Cell und dann würde einfach zu Luft gemacht werden. Brauchen wir Luft später für was anderes? Aber ich kann hier nicht mal rechtsklicken. Nee, wir können nicht Luft schleudern. Wir können Luft in Dosen schleudern. Wir können keine Luft ohne Dosen schleudern. Okay, das heißt, ich muss jetzt einen Weg finden, das hier auseinander zu drücken. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit jetzt für einen Cut. Das heißt, ich mache mir darüber ein bisschen Gedanken und warte auf Vorschläge in den Kommentaren von euch. Und wir sehen uns dann wieder, wenn einer von uns eine Lösung hat.